Ich habe hier in der Hand den Heim-SR30, den Sicherheitsgradezug repetierer. Heim macht natürlich extrem gute Läufe, die im Werk selbst produziert werden. Und Heim beliefert natürlich auch andere Hersteller. Die werden kalt gehämmert und nicht gezogen. Das ist ein großer Vorteil. Das Material ist stabiler, langlebiger. Das sind aus meiner Sicht hervorragende Übungswaffen. Wir haben hier den Heim SR21, im Prinzip den Standardrepetierer, auf der Basis eines soliden 98er-Systems. Wir haben hier eine 3-Stellungssicherung. Rot ist tot, das kennt man ja immer. Ich kann die Waffe repetieren, abfeuern. Wir haben die mittlere Stellung. Dazu muss ich die Waffe natürlich spannen. So, ich kann die Waffe öffnen, aber nicht abfeuern. Und hinten die Sicherung komplett. Die Waffe ist gesichert, ich kann sie nicht öffnen. Wir arbeiten mit diesen Standardrepetierern inzwischen seit 7 Jahren. Aus steuerlichen Gründen müsste ich sagen, die Waffen sind abgeschrieben. Aber da das eben hervorragend ist, habe ich sie immer noch. Die Waffen werden hier mit einer gewaltigen Belastung geführt. Im Jahr verschießen wir ca. 40.000 Schuss Büchsenmunition auf 3 Heimwaffen und das schafft eben wirklich ein gutes Material. Letztendlich werden die Schüler ja erste Erfahrungen sammeln. Und jeder fragt natürlich gleich, mit was habe ich denn geschossen, was ist das für Material, das gefällt mir gut, das möchte ich haben. Und da informieren sie wir die Schüler natürlich. Dieser Geradezug Schnellspannverschluss ist mit 6 Stahlkugeln verriegelt, die direkt am Hülsenkopf verriegeln. Und im Beschussamt in Suhl hat diese Waffe einen Gasdruck von 8000 Bar Stand gehalten. Wenn wir überlegen, dass Durchschnittskaliber vielleicht 3, 4, die Extremkaliber 5000 Bar hervorrufen, sind wir mit 8000 Bar hervorragend angezogen. Also was sich bei uns in der Praxis bewährt hat, das können wir mit ruhigem Gewissen weiterempfehlen. Für mich ist das hier eine Waffe fürs Leben.